Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Christian, der so verkniffen guckt, ja, ist wieder da und ich bin der Sashi und wir reden heute über den 4. September. Jawohl. Und am 4. September haben wir wieder ein berühmtes Geburtstagskind und das ist David Garrett. Mhm. Kennst du? Nee, so. So. Ja. Der Geigist. Ja, der Monster-Geigist. Der Geigist. Ja, ja, genau. Ich war mal auf einem Konzert von David Garrett. Wie? Von? David Garrett. Hab ich doch gesagt? Garrett. Garrett. Also ich hab fast gedacht, ich hätte Garrett. Ich hab fast gedacht, ich hätte Getter gesagt. So, David Getter. Garrett, der genau. Geigenspieler. Ja, ja, war ich auf einem Konzert, bin ich genötigt worden, hinzugehen. Und dann fandst du es gut? Nein. Es war. Es war einfach. Also ich fand ihn vorher schon also total doof. Oh. Und danach fand ich ihn doof. Okay, ist das langweilig. Der Typ, ey. Dann erzählt, pass auf, dann erzählt er so Geschichten, ne? Erzählt er immer so zwischendurch, erzählt er so Anekdoten aus seinem Leben. So. Und dann hat er seine Stradivari so dabei, die alleine schon irgendwie 5 Millionen Euro kostet. Oder eine so. Quadrillion. Fantastillion, nein, genau. Fantastilliarde. Entschuldigen Sie, dass ich Ihren Begriff verhonepiepelt habe. Wir müssen ja auch mal bei der Sache bleiben. Ja, du warst da und er hat seine Stradivari. Und dann hat er erzählt was von der Stradivari und sowas. Ne? Und, das, und alle Frauen, die da sitzen, machen so, oh, da, David, das sieht so gut aus und der hat so viel Geld. So. Und alle Typen, die sitzen so da. Alter, du gehst mir so auf den Sack. Ey. Alle schwulen Typen sitzen so da. Ja, so, genau so war's. Egal. So, er erzählt aber dann die Geschichte, dass er so viel unterwegs ist und so in den Hotels und so hin und her und so, ne? Und jede Nacht eine andere. Und nee, Frau wieder, Nee, nee. Okay. Und dann kam er mal irgendwann auf der Tour, kam er irgendwann mal nachts um 12 oder so, keine Ahnung, kam er ganz spät ins Hotel. Und dann hat er seinen Koffer dabei gehabt und seine Stradivari. Mhm. Und so. Hat er immer bei sich, muss er ja selbst tragen. Mhm. Und so. Und dann war der Fahrstuhl kaputt. Und dann hat er ein Zimmer bekommen im 5. Stock. Und dann ist er dann hochgegangen, im 5. Stock, und hat dann diese Karte da reingesteckt und dann hat sie nicht funktioniert. Und dann ist er wieder runtergelaufen. Und dann musste er wieder runterlaufen. Ja. Mhm. Und anstatt nur die Stradivari mitzunehmen und den Koffer da stehen zu lassen, hat er alles wieder mitgenommen, sagt er jedenfalls. Mhm. Hat er alles wieder mitgenommen, ist runtergegangen und hat er die Karte irgendwie umgemodelt bekommen, ist wieder hochgegangen, hat wieder nicht funktioniert. Ja. Ist er wieder im 5. Stock hoch. Der hat ein aufregendes. Und dann, hat es wieder nicht funktioniert, muss er wieder runter, muss er zweimal umsonst hoch. So, und das war die Anekdote, die er erzählt hat. Auf so eine langweilige Art und Weise, ey. Und dann fängt er wieder an. Und alle Frauen. Ah, Alter, der ging mir auf den Sack an dem Tag, ey. Und dann, das Geile war, nach diesem Konzert muss ich mir diese ganzen verfickten Schau... Habe ich verfickt gesagt? Ja, hast du. Ja, genau. Weißt du, die ganzen... Piep. Ganzen scheiß DVDs von dem musste ich mir auch angucken. Ja, weil der überall dann irgendwie dann... Da hat sie die ganzen DVDs da gekauft. Und dann sitzt du auf der Couch und denkst dir, boah, jetzt habe ich mir auf dem Konzert den Typ angeguckt. Da muss ich mir zu Hause den auch noch stundenlang angucken. Ich spiele der Geige. Du hast den. Okay, 4. September. David Garrett, komm. Ehrlich. 4. September 1965. Die erste Übertragung der Live-Ziehung der Lottozahlen. Ach, ja. Ging ab 1965 los, 4. September. Aber vorher war es Aufzeichnung, oder was? Oder war es... War immer live und war die alle. War immer live, aber hat wahrscheinlich keiner gezeigt. Hat gesagt, hier, Lottozahlen sind. Ach so, ja, das kann sein. Ach so, ja, ja, stimmt. Genau. Lottozahl 1, 2, 3, 4, 5, 6, Zusatzzahl 7. Zusatzzahl gab es am Anfang noch nicht. Ja, okay. Ja, ich wusste, wenn, als ich es gesagt habe, wusste ich, dass du mir jetzt wieder mit deinem. Gottes Willen. Ja. 4. September, komm. Das war der 4. September. 4. September ging um Lottozahlen und David Garrett. Ich hab's schon wieder so komisch ausgesprochen. Ja, Garrett. Das ist wahrscheinlich so, ich habe wahrscheinlich irgendwie... Jahrelang in New York gelebt. Ich glaube, ich mag ihn nicht. Ach so. Deswegen spreche ich ihn nicht so richtig aus. Okay. Ja. Jahrelang in New York gelebt. Das ist auch so eine Story von dem Typen, ey. Ich bin in New York aufgewachsen. Hat so ein schönes Leben. Fibbelibi. Macht's gut, bis morgen. Cheerio, Sophie.